Katharina Bergmüller von BirdLife uns ihre Einsichten, Ausblicke und ja, News im Bereich gemeinsame Agrarpolitik.eu. Was ist der Verhandlungsstand in Österreich? Wie seht ihr das von BirdLife? Uns hier einen Einblick zu geben. Bitte. Ja, vielen Dank. Als erstes möchte ich mal bedanken, dass ich als Nichtbauerin auch dazu beitragen kann zum heutigen Abend. Ich finde das auch sehr spannend und möchte kurz den Zusammenhang auch von BirdLife und unserer Arbeit zur Landwirtschaft und der GAP beleuchten, nur damit man ungefähr das einschätzen kann. Also wir sind eine sehr fachlich basierte NGO und führen selber diverse Projekte und auch Monitoringprogramme durch, unter anderem auch den FBI, der auch ein wichtiger Indikator in Bezug auf die GAP ist, also der Farmland Bird Index, wer das nicht weiß. Und auch eins meiner großen Projekte in den letzten Jahren war auch, wir konnten im Auftrag vom Ministerium ein Evaluierungsprojekt zu den Ölpool-Maßnahmen durchführen. Und daher stammen auch viele unserer Positionen und Wissen. Und wir als Vogelschutzorganisation, unser oberstes Ziel ist natürlich, den Biodiversitätsverlust in der Kulturlandschaft aufzuhalten. Da meinen wir damit nicht nur die Vögel, aber natürlich in erster Linie stehen wir für die Vögel und wir glauben auch, dass Vögel gute Indikatoren sind, einerseits wegen ihrem großen Raumanspruch und dadurch spiegeln sie recht gut auch die Strukturvielfalt in der Kulturlandschaft wider und andererseits stehen sie auch recht weit oben in der Nahrungskette und können dafür auch Indikatoren für die Vielfalt an Kräutern oder Insekten sein. Und konkret jetzt im Zuge der GAP-Reform würde ich sagen, wir haben drei große Ziele. Ein Ziel ist, wir wollen erreichen, dass 10% Naturflächen in der Kulturlandschaft vorhanden sind oder wieder vorhanden sind. Und unter Naturflächen meinen wir zum Beispiel ehemalige Produktionsflächen, Brachen, Randbereiche, aber auch Landschaftselemente, die ja derzeit auch schon gefördert werden, aber wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen. Ob das jetzt über Konditionalitäten in der ersten Säule oder über das Ökol läuft, da sind wir relativ offen. Das zweite große Ziel ist, abseits von diesen 10% oder zusätzlich zu diesen 10% brauchen wir insgesamt in der landwirtschaftlichen Produktionsfläche ein Abkehr von der Produktion, also immer vom Maximieren, vom Output. Wir würden uns wünschen, dass Qualität vor Quantität steht. Und dass zum Beispiel, wenn ich höre, dass wir einen Eigenversorgungsgrad von Milch von 140% haben, dann sind wir der Meinung, das muss nicht sein. Es reicht, wenn wir uns selber versorgen können und dadurch könnten wir auch einen Mehrwert für die Natur und für die Gesellschaft erreichen. Vielleicht so ein paar Beispiele nur, was wir damit meinen mit Abkehr von Produktion, heißt eine Reduktion vom Viehbesatz oder eine Reduktion der Milchproduktion im Ackerland, zum Beispiel geringere Saatdichten, Belassen von Ernterückständen auch, um auch Nahrungshabitate für Tiere zu schaffen. Und insgesamt würden wir uns dann wünschen, dass das mündet in einerseits den Erhalt vom Extensivgrünland, also wirklich Streuwiesen, einmädige Wiesen, Bergmäder, Hutweiden, aber auch wieder eine Zunahme am wenig intensiven Grünland, also die klassischen 2- bis 3-mädigen Wiesen im Tiefland auch, dass die wieder stärker in den Fokus rücken und nicht komplett verschwinden. Und damit das erreicht werden kann, ist unser drittes Ziel, es muss einfach die Leistung der Bauern für die Gesellschaft, die auch ein wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen Arbeit ist, die muss entsprechend honoriert werden. Das heißt, de facto einfach die Prämien müssen erhöht werden, um das Ganze auch zu ermöglichen. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt dann von dem Ganzen. Was wird sich verändern? Also leider weniger, als wir uns ursprünglich erhofft haben. Es war irgendwie ein sehr ambitioniertes Konzept von Seiten der EU, ist vorgelegt worden. Und jetzt aber im Laufe des Prozesses kommen wir drauf, dass dann voraussichtlich nur sehr wenig jetzt wirklich dann passieren wird im Programm. Was jetzt für Acker und Grünland für beides spricht, ist an den Biodiversitätsflächen wurde gedreht zum Positiven. Also der verpflichtende Anteil von Biodiversitätsflächen in der Maßnahme UBB wurde auf 7% erhöht oder wird wahrscheinlich auf 7% erhöht und wird auch für Bio verpflichtend sein, was für uns sehr erfreulich ist. Erstens mal, dass Bio auch mit einbezogen wird, weil wir uns ja natürlich erhoffen, dass wir insgesamt dann auf mindestens 10-14% kommen, durch zusätzliche Anreize auch noch, die es über Flächen geben soll, die über diese 10% hinausgehen.
Es wird auch eine bessere Verteilung dieser Flächen angestrebt. Da sind wir aber noch der Meinung, das ist noch nicht wirksam sein, das, was im derzeitigen Entwurf drinnen ist. Zum Beispiel, dass erst ab einer Schlaggröße von 5 Hektar verpflichtend eine Biodiversitätsfläche angelegt werden muss. Das ist uns noch zu wenig. Es wurde auch an den Auflagen gedreht und insbesondere im Grünland wurden da die Schnittzeitpunkte nach hinten verlegt, was wir sehr positiv finden. Aber die Akzeptanz, und es gibt auch 4 verschiedene Varianten, gerade im Grünland von Biodiversitätsflächen, da ist noch relativ offen, wie da die Akzeptanz dieser Varianten sein wird und auch die Wirkung der einzelnen neuen Punkte. Im Acker wurden etwas niedrigere Grenzwerte zur Fruchtfolge eingeführt, was für uns wichtig ist. Also wir sagen eher Diversifizierung, weil es nicht wirklich Fruchtfolge de facto ist. Da sind wir aber auch noch nicht so ganz zufrieden. Und bei der Maßnahme EEB soll eine Prämienschwelle bei 1,4 GVE pro Hektar eingeführt werden, sodass alle, die eine höhere Prämie bekommen, die weniger Vieh haben. Diese Schwelle ist uns auch noch zu hoch. Also da, wir würden uns sehr stark wünschen, dass kleinere Betriebe bis zu 1 GVE pro Hektar noch deutlich stärker belohnt werden. Im Grünland, da steht jetzt seit kurzem im Raum, dass für die ehemalige Maßnahme Silageverzicht, die heißt jetzt Heuwirtschaft, soll es eine mosaikartige Nutzung geben. Das ist aber noch völlig offen, wie da die Vorgaben sein werden. Da steht die Möglichkeit im Raum, dass da deutlich größere bewirtschaftungsfreie Zeitfenster sein werden für Tiere und Pflanzen. Und in der Maßnahme Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland soll es einen Zuschlag geben für artenreiches Grünland bis zu 25% der Grünlandfläche. Also das ist auch relativ neu und sind wir positiv und sind noch nicht ganz sicher, wie wir das insgesamt bewerten sollen. Bei den Landschaftselementen ist unser größtes Problem, dass die ganz kleinen, also dass die hauptsächlich derzeit aus Bäumen und Wäldchen bestehen. Es gibt eine sehr schlechte Datengrundlage, insbesondere zu den ganz kleinen Landschaftselementen. Und wir glauben, dass die essentiell sind. Das sind Wegränder, Böschungen, Raine, solche Strukturen einfach in der Landschaft, die insgesamt dann die Vielfalt bewirken. Ja, das waren so unsere fachlichen Anmerkungen. In dem Prozess waren wir eigentlich offiziell recht gut eingebunden. Wir sind zusammen mit dem Umweltdachverband in fast allen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung vom Strategieplan und zur Ausarbeitung der Maßnahmeninterventionen drin gesessen, haben auch da die fachliche Diskussion recht geschätzt. Was wir bemängeln, ist, dass dann die Rückmeldungen, die man gibt, also uns ist es zumindest so gegangen, dass die zwar aufgenommen werden, aber keine offizielle Stellungnahme dann stattfindet, wenn was nicht berücksichtigt wird. Und es wurde sehr viel auch nicht berücksichtigt. Und da wurde sich dann nie konkret dazu geäußert. Und ja, wir versuchen uns einfach insgesamt in den Prozess sehr stark einzubringen, auch auf höhere Ebene, nicht nur die Arbeitsgruppen zu den einzelnen Maßnahmen, sondern auch zur Bedarfsanalyse und insgesamt dem ganzen Strategieplan. Und würden auch in letzter Instanz dann zur Kommission gehen, wenn wir sehr stark unzufrieden sind mit dem Ergebnis. Ja, ich glaube, das war soweit meine Stellungnahme. Offensichtlich habe ich die 8 Minuten nicht erreicht, Gott sei Dank. Und dann darf ich gerne an unseren nächsten Redner weitergeben. Dann Katharina, recht und herzlichen Dank für deine Ausführungen und sehr spannenden Einblicke in sowohl eure Organisation und die Ziele, die ihr verfolgt, als auch schon erste Einblicke in den Verhandlungsstand oder den Prozess als solchen. Stimmt, du hättest noch 1 Minute gehabt. Umso besser, umso schneller wir sind, umso mehr Zeit bleibt uns für die Diskussion. Danke sehr. Als nächstes, wie gesagt, würde ich die Kerstin Boyar von der Bio Austria bitten. Nein, blöd, Entschuldigung, der Matthias Böhm von der Erde und Saat bitten, uns seine Einblicke, seine Ideen aus Sicht deiner Organisation, Matthias, näher zu bringen. Wo stehen wir bei der GAP-Reform? Ist der momentane Verhandlungsstand einer, der uns Bauern ein Einkommen zum Auskommen bringt? Gut,
Vielen Dank mal vorab für die Einladung und dass wir heute gemeinsam über unsere Zukunft diskutieren können. Ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Matthias Böhm, selber Biobauer. Im Steierland haben einen Forst- und Mutterkuhbetrieb mit Direktvermarktung, zwei kleine Kinder. Ich bin eigentlich jetzt seit 2004 in der Bio-Szene tätig und seit 2011 beim Bioverband Erde und Saat und seit knapp 4 Monaten Obmann. Gut, vielleicht auch nur zum Verband Erde und Saat, weil ja das nicht vielleicht jeder so genau kennt. Der Bioverband ist eigentlich schon seit 1987 aktiv und fungiert eigentlich als eigenständiger und politisch unabhängiger Bioverband. Wir sind rund 650 Mitglieder, verteilt über das gesamte Bundesgebiet. Wir bekommen auch keine öffentlichen Mittel, sondern finanzieren uns rein über die Mitgliedsbeiträge. Ja, vielleicht zur Organisation, wie wir eingebunden sind. Ich bin heute eigentlich ein bisschen mit zwei Brillen da. Zum einen natürlich als aktiver Biobauer und natürlich auch Betroffener der gemeinsamen Agrarpolitik der letzten Jahre und auch der zukünftigen. Und zum anderen natürlich als Obmann der Organisation. Zum einen muss ich sagen, wir sind sehr in den Prozess sehr gering eingebunden. Es ist aber auch sehr erfreulich, dass wir heuer zum ersten Mal dabei sein dürfen. Wir waren auch beim Biofachausschuss eingeladen. Seitdem versuchen wir auch immer wieder Unterlagen vom Ministerium zu bekommen. Und da versuchen wir jetzt in unserer Position Anmerkungen, Anliegen, Verbesserungsvorschläge aus praktischer Sicht einzubringen. Vielleicht zum Prozess selbst, was wir jetzt ein bisschen mitbekommen haben, es werden einfach die Anforderungen von Seiten der EU gestellt. Es wird dann im Rahmen auf österreichischer Ebene versucht, eine erste und zweite Säule zu kreieren. Und dann abschließend, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist, mit den unterschiedlichen Organisationen, Interessensvertretungen zu diskutieren. Und der Plan soll ja sein, dass ein finaler Vorschlag dann bis Mitte des Jahres, Mitte des Jahres 2021 in Brüssel eingereicht wird. Vielleicht eben gleich ein bisschen zum Thema Ziel. In unserer Situation jetzt eben versuchen, einfach eben die Position vor allem für Bio zu stärken, unsere Anliegen dementsprechend einzubringen. Erfreulicherweise muss man sagen, wenn man konstruktive Vorschläge macht, man bekommt auch eine Antwort, warum das etwas nicht möglich ist von Seiten des Ministeriums oder wo es noch Möglichkeiten gibt, daran weiterzuarbeiten, zu überlegen, ob etwas sinnvoll ist oder nicht. Das, was wir schon sehr stark auch positiv wahrnehmen, ist auch die Abstimmung mit den anderen Bioverbänden, um eine einheitliche Linie zu finden und dadurch auch eine stärkere Gewichtung zu bekommen, als wenn jetzt jeder seine eigene Suppe kocht und eigene Forderungen stellt. Ich würde eher sagen, also derzeit ist eigentlich so viel, ich nehme es da, es wird ein Gießkannensystem gemacht werden, die allgemeinen Ziele zu erreichen und so nehme ich jetzt derzeit einmal das Ziel wahr. Aber andere ist eher das, wo wir der Wunsch von unserer Seite oder die Vision jetzt zur GAP wäre, es sollte eigentlich eine zukunftsfähige GAP werden und eigentlich die Probleme der heutigen Zeit in Angriff nehmen und im Endeffekt neue Wege zu tun, um eigentlich die zukünftige Generationen oder einfach auch unsere Höfe zukünftig einfach zu erhalten. Und das sind schon wesentliche Punkte, wo ich sage, es bräuchte schon mehr Ambition und auch natürlich in Kombination natürlich mit der finanziellen Ausgestaltung und Mitteln, die was dann die Bauern zur Verfügung steht. Aber einfach, wir müssen schauen, dass wir einfach die Biodiversität fördern und erhalten. Es braucht den Klimaschutz, es braucht einen Humusaufbau. Wir brauchen einen Wasser- und Ressourcenschutz. Vor allem heuer waren wir wieder gesegnet, aber wenn wir einfach die letzten 2 Jahre wieder betrachten, wo wir einfach wieder knapp an Wasser waren, vor allem auch im Grünland, merken wir, welche Herausforderungen wir auf die Betriebe zum Leisten haben. Und eigentlich das Wichtigste, dass man eben, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, einfach gesunde Lebensmittel für unsere Bevölkerung in Österreich sicherstellen. Und
dazu ist einfach, und es fehlt einfach jetzt halt wieder in der jetzigen GAP einfach, es braucht einfach diesen Systemwechsel. Wir brauchen auch wieder ein angemessenes Einkommen und Auskommen auf unsere Betriebe, um auch diese Leistungen, die gesellschaftlichen Leistungen, die was wir jetzt schon erbringen, aber auch noch weiterhin erbringen können, einfach abgegolten werden. Und somit stellt sich immer wieder die Frage oder einfach in der Diskussion oder auch vielleicht für heute, die haben wir auch schon an die Politik gestellt, welche Art der Landwirtschaft wollen wir eigentlich in Österreich leisten. Dann möchte ich gleich zum dritten Punkt noch kommen. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Matthias? Entschuldigung. Ja. Okay. Jetzt schon wieder? Entschuldigung. Bin ich noch in der Zeit? 2 Minuten hast du noch. Gut, was wird in der neuen Periode voraussichtlich ändern oder im Vergleich zur bisherigen GAP? Also ich sehe es eher so, alte Muster im neuen Gewand mit ein paar Rüschel und etwas den Schnitt. Nachdem die derzeitigen Prämiensätze noch nicht wirklich bekannt sind, ist auch das jetzige Programm eher schwierig zu bewerten, was es dann auch schlussendlich heißt. Natürlich ist es schon so, dass das Gesamtniveau etwas gehoben wird und einfach die grünen Anforderungen zulegen, ja, in vielen Bereichen. Es wird auch natürlich eine gewisse Flexibilität und Vielfältigkeit geben im Programm. Das war bis jetzt auch noch nicht da. Wird aber keine Vereinfachung für die Betriebe bringen. Und wie soll ich es nur sagen? Derzeit schätze ich es so ein, kurzum, die Prämien vom jetzigen Programm, die was wir jetzt haben, kommen eigentlich neue Auflagen dazu um dasselbe Geld. Und vielleicht noch ganz kurz eben, was jetzt vor allem Bio betrifft, würde ich auch eben sagen, vor allem für die Biobetriebe kommen mehr Auflagen dazu und es wird mehr Maßnahmen notwendig sein, um auf die derzeitigen Prämiensätze zu bekommen. Und vielleicht im Zusammenfassend noch, ich tue mir noch schwer mit dem Abschätzen, aber aufgrund von dem, dass es für viele Betriebe nicht oder vor allem für die kleinen Betriebe nicht leichter wird, die Anforderungen höher werden, die Fördermittel und das Einkommen eher gleich bleiben wird, unter Anführungszeichen, und kein Systemwechsel ansteht, dass einfach der Strukturwandel seinen weiteren Lauf nehmen wird. Gut, das ist vielleicht ganz kurz zu meinem Impuls. Ich hoffe, es passt so und freue mich auf die Diskussion. Super, danke Matthias. Auch super in der Zeit, sehr vorbildlich. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter und ich bitte die Kerstin Bojahr von der Bio Austria um ihre Ausführungen. Bitte. Ja, hallo, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite bei Bio Austria und bin seit mehr als einem Jahr jetzt in den GAP-Strategieplan-Prozess in Österreich eingebunden und werde es versuchen, in den nächsten circa 8 Minuten da einen kurzen Bogen zu spannen über die Tätigkeiten auf EU-Ebene und auch national. Vorweg, die Vision von Bio Austria ist eine umfassend nachhaltige Landwirtschaft auf ökologischer, sozialer sowie auf ökonomischer Ebene. Dafür braucht es aber einen Paradigmenwechsel in der GAP, weil sonst wird das Ziel nicht erreicht werden können. Es muss hingehen zu einer Abgeltung der Leistungen, die die Bauern für die Gesellschaft erbringen, wie auch meine Vorrednerinnen Katharina und mein Vorredner Matthias schon betont haben. Also die Leistung, die die Landwirte für die Gesellschaft erbringen und die eben nicht über den Markt abgegolten werden können, die müssen den Bauern kompensiert werden. Ja. Es gibt hierzu ambitionierte EU-Strategien. Im Frühling hat die EU die Farm-to-Fork-Strategie präsentiert, also zu Deutsch vom Hof auf den Tisch, und hat in dieser Strategie einen Bio-Anteil von 25% bis zum Jahr 2030 vorgeschrieben. Oder nicht vorgeschrieben, weil es ja eine Strategie ist, sondern avisiert diesen Anteil von 25%. Das ist eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass die EU die biologische Landwirtschaft als Eckpfeiler erkannt hat, um eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft auf EU-Ebene zu erreichen. Es ist wichtig, die Bauern in dieser Form unterstützen zu können, indem man die öffentlichen Leistungen, die sie erbringen, abgilt
Und die biologische Landwirtschaft hat hier großes Potenzial und aus unserer Sicht wird sie in Zukunft und sollte sie in Zukunft hier eine große Rolle spielen. Ja, kurz zum Stakeholder-Beteiligungsprozess auf nationaler Ebene. Vor circa einem Jahr haben die Expertinnengruppen, die vom Ministerium einberufen wurden, zu Tagen begonnen. BioAustria ist hier in drei Gruppen vertreten, die sich zu den Themen Agrarumweltprogramm im Acker und Grünland beschäftigen und auch in der Koordinationsmaßnahme zu den Themen Flächen- und Tierinterventionen. Ja. Mit der Brille einer Biointeressensvertretung ist es uns natürlich wichtig, darüber zu sprechen, dass es die Biomaßnahme in ihrer derzeitigen Form in der nächsten Periode nicht mehr geben wird, nach den Plänen des Ministeriums. Also Bio soll in einem neuen Modulsystem aufgehen. Die Elemente der biologischen Landwirtschaft soll anderen Modulen zugeordnet werden, zum Beispiel der Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel oder auch der UBB. Und biospezifisch wird dann nur mehr ein Top-up in der UBB sein, das sich mit den Managementaspekten der biologischen Wirtschaftsweise befasst. Also in diesem Bereich wird auf die Biobetriebe eine große Umstellung zukommen. Und aus heutiger Sicht sind die Auswirkungen nicht abzuschätzen, da über Dotierungen und Budgetierungen hier noch nicht gesprochen wurde, wie auch bereits Matthias erwähnt hat. Es ist natürlich so, dass die Biobäuerinnen und Biobauern viele Maßnahmen aus der GAP, viele wichtige Maßnahmen aus der GAP beantragen, sei es jetzt im Investitionsbereich oder halt auch im Flächenbereich wie auch die AZ. Gerade im Berggebiet sind ja viele Biobetriebe vertreten, aber wir als Bio-Interessensverband haben uns jetzt in erster Linie mit der Biomaßnahme diesbezüglich auseinandergesetzt. Oder besser gesagt, der nicht mehr vorhandenen Biomaßnahme dann in dieser Form. Ja, das ist aus unserer Sicht eine große Herausforderung. Wie sich das eben tatsächlich dann weisen wird, ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar. Für uns ist das Ergebnis, das jetzt mal auf dem Tisch liegt, ein Zwischenergebnis aus den Arbeitsgruppen und Prozessen, die bereits erfolgt sind. Aber ja, es ist noch nicht das Ende des Prozesses erreicht. Erst im nächsten halben Jahr soll das Programm eingereicht werden und auch danach steht noch der Notifizierungsprozess auf EU-Ebene bevor. Also es ist noch nicht das letzte Wort sicher in diesem Bereich gesprochen und man kann hier sicher noch Verhandlungsergebnisse erzielen. Ja, soweit von mir. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kerstin. Ich hätte nur eine konkrete Nachfrage bei dir gleich. Mhm. Also aus eurer Perspektive, aus eurer Einschätzung ist, dass eben die Biomaßnahme innerhalb des Ö-Pools auch definitiv, also die ist definitiv gestrichen. Da gibt es keinen Verhandlungsspielraum mehr, die noch mal neu aufzumachen. Weil das doch ein sehr essentieller Punkt ist, daher wollte ich da nochmal drauf fokussieren. Mhm. Also vielleicht haben auch einige den Stakeholder-Dialog vom Ministerium am 24.11. verfolgt. In dem Stakeholder-Dialog wurde ja auch schon auf die Pläne in diesem Zusammenhang hingewiesen. Also die Biomaßnahme in ihrer heutigen Form steht in den Planungen des Ministeriums nicht mehr drinnen. Es wird in dem Modulsystem zu einer neuen Ausrichtung von Bio kommen und Bio als eigene Maßnahme ist da nicht mehr, als inhaltliche Maßnahme ist da nicht mehr vorgesehen. Das ist der Stand der Dinge. Alles andere wird man dann sehen. Okay, super. Danke nochmal auch für die Ergänzung. Gerne. Gut, und zu guter Letzt würde ich die Juliana bitten, Juliana Fellinger von der ÖBV Via Campesina, uns ihre Sichtweise bzw. die Sichtweise der ÖBV näher zu bringen. Wo stehen wir? Was können wir tun? Um eine Ökologisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig uns Bauern und Bäuerinnen
das Wirtschaften zu ermöglichen, also ein Einkommen zum Auskommen. Bitte, Juliana. Ja, danke, Lutz. Ich finde es sehr schade, heute mit euch nur so digital kommunizieren zu können, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was wir gerade zu dieser Reform am allermeisten brauchen, ist wirklich eine intensive Debatte, weil das ist ja schon das, was wir in unserem Titel geschrieben haben, wo wir da gemeinsam eingeladen haben, dass es halt wirklich um ein ganzes Jahrzehnt geht, eben sowohl in Klimapolitik als auch diese vielen anderen wichtigen Fragen von der Biodiversität, als auch halt vor allem den Strukturen im ländlichen Raum, also wie viele Höfe es in Zukunft eigentlich noch geben wird. Und das ist ja auch das, was sozusagen das wichtige Thema von der ÖBV ist, also die Österreichische Berg- und Kleinbauern- und Bäuerinnenvereinigung. Ich glaube, ich muss in dem Rahmen jetzt das nicht die ÖBV nicht mehr groß vorstellen. Vielleicht so zum Vergleich, die ÖBV gibt es auch schon seit 1972, also auch eine sehr durchaus alte Organisation, und eben ein Zusammenschluss von Berg- und Kleinbetrieben in ganz Österreich und ein Teil von der internationalen La Via Campesina. Wenn wir jetzt sozusagen wir gefragt werden, was ist das, was die ÖBV im Kern will, dann für diese neue Agrarpolitik ist, dass sie die Arbeit in der Landwirtschaft und vor allem eben die Arbeit, die gesellschaftlich so gewünscht wird, dass sie die wieder lohnt. Weil halt die Betriebe, und das wisst ihr alle am allerbesten, da bin ich gar nicht die Expertin dafür, einfach extrem niedrigen Preisen arbeiten, also extrem wenig verdienen und eben eigentlich kein Betrieb im aktuellen Markt kostendeckend produzieren kann. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir überhaupt diese Agrarpolitik verhandeln und warum ich das jetzt auch nochmal an den Anfang stellen will. Und das, damit ist eine enorme Abhängigkeit von diesen Subventionen da. Also da ist gar nicht so viel Spielraum, dass man sagen kann, naja, wir können uns das aussuchen. Und gleichzeitig gibt es einfach enorme Zukunftsängste, die mit dem allen verknüpft sind. Und vielleicht noch ein paar Worte, weil zum Prozess, der bis jetzt wird eben, also aktuell wird einerseits auf EU-Ebene verhandelt. Da kommt es jetzt zu den sogenannten Trilog-Verhandlungen, also zwischen dem EU-Parlament, dem EU-Rat, also dem Zusammenschluss der Agrarminister in ganz Europa, und der EU-Kommission. Und die verhandeln jetzt eben über die sozusagen die Rahmenbedingungen der gemeinsamen Agrarpolitik und gleichzeitig wie parallel in Österreich über diesen Strategieplan diskutiert. Das ist eben das, wo wir jetzt zum Teil auch eingebunden sind. Als ÖBV sind wir konkret in die Arbeitsgruppe zur Ausgleichszulage eingebunden. Und was halt ganz spannend ist, ist, dass das hat die Kerstin auch schon gemeint, dass das alles eben vor diesem Hintergrund der Farm to Fork, also vom Hof auf den Teller, diese Strategie, die Teil des sogenannten Green Deals von der EU-Kommission ist, passiert und das so ein bisschen auch, also das eine Richtungsvorgabe ist der Kommission, wo sich eigentlich die Landwirtschaft hinentwickeln soll. Und da die Agrarpolitik natürlich ein wesentliches Steuerungsinstrument ist, sollte das in Einklang passieren. Das, was wir aber ganz deutlich sehen, ist, dass es da eigentlich mit diesem Vorschlag sowohl auf EU-Ebene als auch auf österreichischer Ebene eigentlich dieser komplette Green Deal der Landwirtschaft jetzt eigentlich ausgehebelt wird und quasi genau das, was wir auch meinen mit, es ist jetzt die Möglichkeit, Dinge zu verändern, damit eigentlich negiert wird. Und warum ich das so drastisch ausdrücke, ich glaube, meine Vorrednerinnen haben im Subtext das zum Teil auch, sozusagen, da können wir dann noch darüber diskutieren, wie ihr das einschätzt. Wir schätzen es eben als sehr desaströs eigentlich ein, weil der Bedarf so hoch ist, sich zu verändern. Aber über das können wir auf jeden Fall noch intensiver diskutieren. Gleichzeitig ist halt auch der Druck auf diese Reform enorm, enorm hoch. Und das alles trotz Corona, obwohl Menschen nicht auf die Straße gehen können und dagegen demonstrieren können oder unter sehr erschwerten Bedingungen, muss man einfach sagen, dieser Anspruch zu sagen, okay, hier wird öffentliches Geld ausgegeben und es muss für öffentliche Leistungen ausgegeben werden, der ist eben ganz groß. Und als ÖBV sehen wir das so ein bisschen zweischneidig. Es ist heute auch schon ein paar Mal gefallen, dieser Ausdruck. Einerseits ist uns natürlich dieser ökologische Umbau total wichtig, der damit meistens gemeint wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass halt dass eben die Agrarpreise so niedrig sind, ist ja auch im Wesentlichen ein Grund, warum es die EU-Agrarpolitik gibt
und warum es eigentlich eine Einkommenssicherung für die landwirtschaftlichen Betriebe braucht und ganz besonders für die Land- und Bergbetriebe. Also das ist ja sozusagen, wenn man die Geschichte der EU-Agrarpolitik ansieht, dann war das zu Beginn, noch lang bevor Österreich auch dabei war, etwas, wo man vor allem auf die Produktionssteigerung geschaut hat und eigentlich die Preise noch relativ hoch waren und die Betriebe sich gut darüber absichern konnten. Und das ist heute nicht mehr so. Und dafür, sozusagen, um diesen Gap auszugleichen, dafür gibt es eben auch die Ausgleichs-, also diese Direktzahlungen. Gleichzeitig ist aber das Problem, dass diese Direktzahlungen eine totale Fehlsteuerung machen, weil sie total ungleich verteilt werden. Und deswegen haben wir halt auch schon in der letzten Periode und dieses Jahr, also sozusagen bei dieser Periode nochmal verstärkt, eben diese Vision eingebracht, eigentlich müsste nach einer standardisierten Arbeitszeit in der Landwirtschaft gefördert werden und nicht nach der Fläche. Also das würde, damit sich eben in der Landwirtschaft das Arbeiten überhaupt lohnt und damit die Betriebe wirklich viel Geld bekommen, die eben die gesellschaftlich wichtige Arbeit leisten. Und das sind von den Biobetrieben bis hin zu den kleinstrukturierten Betrieben, die genau diese Dinge tun, die die Katharina am Anfang gemeint hat, von den extensiven Grünlandbewirtschaftung, vielleicht auch den 2- bis 3-schnittigen Wiesen. Das ist einfach alles massiv viel Arbeit. Und jetzt ist uns aber auch klar, dass in der jetzigen Reformperiode werden wir mit dem nicht weit kommen. Und das, was die EU aber den Mitgliedstaaten, also damit auch Österreich ermöglicht, ist eben eine Umverteilung in dieser ersten Säule. Also bis jetzt haben wir ja sehr viel über die zweite Säule, also über dieses Programm ländliche Entwicklung geredet. Ich würde aber jetzt eben gerne nochmal den Fokus auf diese erste Säule legen. Und dazu, da ist eben unsere Position, dass man eine doppelte Förderung der ersten 20 Hektar würde eben massiv zu einem sozusagen zu einer Gleichberechtigung in diesem Fördersystem führen. Und wo nimmt man das Geld her? Also sozusagen, das ist ja die Frage. Und da ist unsere Position, das muss natürlich von den größeren Betrieben auch umverteilt werden. Und wir reden da auch nicht über die ICO-Schemes, also diesen Teil der Direktzahlungen, also sozusagen das jetzt auch das Neue ist, über das viel diskutiert wird, sondern eben da geht es um diese klassischen Flächenzahlungen. Das ist mal so zur ersten Säule zu sagen. Natürlich haben wir auch ganz, ganz viele Ziele, wo es um eine klimapositive Land- und Forstwirtschaft geht und natürlich auch um den Erhalt der Artenvielfalt. Da sind ganz viele Dinge jetzt auch von meinen Vorrednerinnen und Rednern schon gesagt worden. Also das sind natürlich das, worauf wir uns fokussieren, ist sowas wie, es braucht eine bodengebundene Tierhaltung, es braucht eben einen Humusaufbau, es braucht Agrarökologie in der Landwirtschaft. Und das ist genau diese Umsteuerung, die wir eigentlich brauchen. Und wenn man dann so tiefer hineingeht, in was für Maßnahmen bräuchte es denn dafür, ist vor allem auch wichtig, das, was wir im Moment sehen, also diese sozusagen leichten Verbesserungen, die jetzt in diesem Programm zum vorherigen Programm passieren werden, sind eben welche, wo auch noch nicht klar wird, wird denn das, was das an zusätzlicher Arbeit am Betrieb bedeutet, wirklich gescheit honoriert? Und da ist halt auch unsere Position, naja, es darf nicht nur das abgegolten werden, was das an zusätzlicher Arbeit am Betrieb bedeutet, also sozusagen, sondern es muss irgendwie sie auch einen Anreiz geben, dass man das auch macht. Also es muss entsprechend dotiert werden. Also wenn das dann irgendwie gerade und gerade die Arbeitszeit abgilt, die man da zusätzlich reinsteckt oder nicht einmal das, dann wird sich auch jeder Betrieb fragen, wozu tue ich das überhaupt? Und da ist also sozusagen diese, da geht es vor allem auch nicht nur um sozusagen, also wie oft wird das genannt unter den, als die dunkelgrünen Maßnahmen, die dafür halt notwendig sind, viel mehr zu unterstützen. Also von den Natura 2000 Flächen, also sozusagen diesen ganzen Naturschutzflächen und da auch zu sagen, okay, das, diese Leistungen, die eigentlich vor allem die kleinbäuerliche Landwirtschaft bringt, also vor allem diese eher extensivere Nutzung von Flächen, das muss einfach viel mehr gefördert werden. Ich bin jetzt schon hingewiesen worden, dass ich mich nicht so brav an die Zeitangaben halte wie alle anderen. Ich werde versuchen, und zwar wichtige, für mich wichtige Punkte zum Schluss zu machen. Also eine Zielsetzung neben eben diesen Einkommensstützung, den Umbau auf einer ökologischen Weise muss natürlich auch sein, dass wir in Zukunft wieder mehr
Bauern und Bäuerinnen in der Landwirtschaft brauchen. Also das, was wir wollen, dass sich verändert in der Landwirtschaft, wird nicht gehen, ohne dass wir wieder mehr Arbeitskräfte in der Landwirtschaft haben. Und dafür hat die Agrarpolitik halt auch viele Steuerungsmechanismen in der Hand. Und wir sehen dafür, und das ist natürlich auch viel aus der Arbeit der ÖBV heraus, dass es gerade da auch viel darum geht, so Gleichstellungsfragen in der Landwirtschaft dazu betrachten und nicht nur auf diese typisch männlichen Arbeitsplätze zu schauen, sondern auch auf die typisch weiblichen, die eben Richtung Diversifizierung der Betriebe gehen, vor allem auch die Kleinstrukturierung im Fokus zu haben. Und vielleicht noch zum allerletzt, das Ganze, sozusagen diese ganze Agrarpolitik basiert ja auf einer Struktur eben einer totalen, also einer Ausrichtung dieser Agrarpolitik in hin einer Weltmarktorientierung. Und das ist etwas, das eben diesen enormen Preisdruck in der Landwirtschaft macht. Das ist sozusagen, wo wir dann um die Krümel dieses Kuchens streiten. Und da zu sehen, okay, es geht natürlich nicht nur um die Agrarpolitik, sondern wir brauchen ganz dringend auch eine andere Handelspolitik, damit wir eben dann nicht gewisse höhere Standards hier machen und dann aber eben die große Angst, und das ist ja auch das, was vom Ministerium und vom Bauernbund ganz oft getrommelt wird, naja, aber wenn dann die billigere Ware importiert wird, dann sozusagen, warum sollen wir dann höhere Standards haben? Und da zu sagen, ja okay, aber wir können auch über diese Handelspolitik sprechen, wir müssen über die reden, weil sonst kommen wir da sozusagen nie einen Millimeter weiter. Ja, ansonsten bin ich gespannt mit euch weiter, also sozusagen jetzt auch zu diskutieren und auch zu hören, was eure Erfahrungen auf den Betrieben sind und vielleicht auch die Interessen und Sorgen. Recht herzlichen Dank, Juliana. Zwar etwas länger, aber nur absolut im Rahmen. Zeit und möchten uns im letzten abschließenden Teil unserer Online-Veranstaltung heute noch ein bisschen Zeit nehmen, um gemeinsam zu überlegen, welche Handlungsperspektiven wir als Gesellschaft, wir als Biobauern und Biobäuerinnen, als Bauern und Bäuerinnen haben, wir vielleicht auch als Bürger und Bürgerinnen und letztlich auch wir als Essende, also als Konsumierende, als Konsumenten und Konsumentinnen. Welche Handlungsperspektiven haben wir, dass wir dieses doch sehr ernüchternde Bild, das soeben gezeichnet worden ist in den letzten 1,5 Stunden, wie der Stand der Dinge aussieht. Es gibt keine gravierenden Änderungen, so wie es aussieht. Es ist eher ein weiter wie bisher. Und wie wir wissen, ist ein weiter wie bisher ja gerade angesichts unserer ökologischen Krise und des Klimawandels, der uns ja allen bevorsteht oder wo wir eigentlich schon mittendrin sind, eigentlich keine Optionen weiter wie bisher. Und daher ist wirklich die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten. Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir da? Und da würde ich jetzt unsere vier Podiumsgäste bitten, aus ihrer Perspektive, aus ihren Brillen, ihre Organisationen uns kurz einen Einblick zu geben, was sie denken und im Anschluss wieder zu einer gemeinsamen, angeregten Diskussion einladen. Von der Reihenfolge her würde ich es einfach beibehalten, wie in der ersten Runde, wenn das für euch okay ist, und die Katharina bitten zu beginnen. Okay, danke. Was ich aus der vorigen Diskussion auch mitnehmend dazu überleite, ist, mich hat sehr gefreut, dass durchgeklungen ist oder ich herausgehört habe, dass Biobauern oder Bauern sehr wohl bereit sind, die höheren Ansprüche durch Förderauflagen in Kauf zu nehmen, also den höheren Aufwand, den Ertragsentgang, wenn denn das Geld stimmt, wenn man sich's leisten kann, dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist auch die Stärke, dass wir uns da auch gegenseitig abstimmen und öffentlich, dass ihr euch auch öffentlich dazu bekennt und immer wieder sagt, wir würden das machen, wir würden gern das leisten für die Gesellschaft, für die Natur, wir brauchen aber das Geld. Und also aktuell jetzt aus unserer Sicht, wo man sich einbringen kann, ist die Stellungnahme zur Bedarfsanalyse, die vorhin schon angesprochen worden ist. Da hat man noch bis Mitte Jänner Zeit, wir werden es auf jeden Fall nutzen. Und uns hat auch gefreut, jetzt zu sehen, dass im Gegensatz zu einer Version vor einem Jahr inzwischen eine Priorisierung erfolgt ist von den Bedarfen, die ermittelt wurden. Und dadurch ist es auch viel einfacher und besser, das zu bewerten. Und
die Priorisierung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das müssen wir noch im Detail anschauen, aber es sind drei Stufen eigentlich, sehr hoch, hoch, mittel, weil gering ist anscheinend sowieso nichts. Und wenn man sich gerade die Bedarfe mit sehr hoher Priorität anschaut, dann entsprechen die ungefähr den Bedarfen, die wir auch so sehen würden. Und wir werden sicher darauf hingehend eine Stellungnahme abgeben, dass man diese Bedarfe mit der sehr hohen Priorität, dass man die auch entsprechend finanziell abgelten muss. Und ich glaube, da werden sich in diesen Bedarfen auch einige von euch wiederfinden. Und ich würde es gut finden, wenn wir eine gemeinsame Stimme finden könnten und dass sich dieses Argument einfach immer wieder in ähnlichen Formulierungen vielleicht auch da finden kann. Und auch quantitative Ziele zu formulieren im Rahmen von dieser Bedarfsanalyse. Die fehlen derzeit noch völlig. Also es steht nur, wir wollen die Kultur, also was uns jetzt betrifft, Kulturlandschaft erhalten, Biodiversität erhalten und das muss besser werden, aber es steht nicht drin, wie viel, was heißt das jetzt konkret? Und am einfachsten wäre es, wenn man das in Flächenzielen angibt. Wir wollen 30% zweimädige Wiesen. Wir wollen so und so viel Prozent Brachen und das werden wir auch versuchen zu formulieren und zu fordern, dass man daran nämlich dann auch wieder messen kann, was die EU fordert, ob diese Ziele erreicht werden. Weil solange es schwammig bleibt, kann man nichts messen und dann fühlt sich niemand bemüßigt, da sich groß zu bemühen. Ja, ich glaube, das ist soweit mein Punkt. Herzlichen Dank, Katharina. Matthias, wie sieht das aus eurer Sicht, aus der Sicht von Erde und Saat, einem Bioverband aus? Ja, vielleicht eben, also wir haben einfach jetzt eines gemerkt in diesem einen Jahr, dass einfach es sehr agrarpolitisch sehr schwierig ist und ich eigentlich keine Chance sehe, dass wir da einfach auch was bewerkstelligen und einfach, weil der politische Wille fehlt. Vielleicht auch agrarpolitisch gesehen muss man vielleicht jetzt beginnen, dass man eine Änderung in 10 Jahren herbeiführt, wobei mein Ansinnen ist einfach, dass die nächsten 10 Jahre zu lang sind und dass da einfach weit zu viele Betriebe aufhören und einfach das weit zu sehr an die Ressourcen geht. Ich bin auch bei meiner Vorrednerin, dass man einfach diese politisch eine Kostenwahrheit und in der Lebensmittelproduktion einfordern muss und steuerlich eingreifen sollte. Derzeit in dem jetzigen Prozess sehe ich einfach auch die einzige Chance und Allianzen zu schmieden, die Öffentlichkeit mit einzubinden, auch um Hilfe zu bieten, ja, eine Landwirtschaft im Endeffekt einzufordern, die eigentlich unseren Herausforderungen der Zeit gerecht wird und damit wir einfach wieder auch lebensfähige Höfe schaffen und auch sicherstellen. Und ich denke aber auch, es wird ein gewisses Aktionismus notwendig sein, ja, und eben ein Zusammenschluss von allen Beteiligten, die dieses Ziel, das was wir eigentlich brauchen, eine sinnvolle und einfach eine gute gemeinsame Agrarpolitik, die was enkelkindtauglich ist, ja, angehen können. Also das sehen wir als Verband, ja, weil wir natürlich auch nicht irgendwie in diesen ganzen Institutionen integriert sind, ja, und eigentlich ein bisschen eben, sagen wir mal so, Freiflieger sind und das ein bisschen auch von außen betrachten und das darin einfach die einzige Möglichkeit sehen. Ja. Super, danke Matthias. Als nächstes wäre die Kerstin dran. Bitte, Kerstin. Mhm. Bio Austria erwartet sich vom zukünftigen ÖPUL, wie gesagt, dass die Leistungen der Biobauerinnen und Biobauern komplett umfassend abgegolten werden. Und das heißt, dass auch die Module und Maßnahmen, die im neuen ÖPUL angeboten werden, mit der biologischen Wirtschaftsweise kompatibel sind und die Leistungen auch widerspiegeln. Es müssen wie bisher die Mehraufwände und Mindererträge auch entsprechend abgegolten werden und auch der systemische Aspekt darf nicht zu kurz kommen, weil Bio ist eine multifunktionale Maßnahme. Das muss sich im neuen Programm wiederfinden und wir werden wie bisher auch in den Expertengruppen und in den anderen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, das einbringen und weiterverfolgen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung. Es soll sich jeder und jede einbringen können. Man sieht, das Ministerium
sucht auch den Dialog. Es wird Stakeholder-Veranstaltungen auch noch im nächsten halben Jahr geben und man sollte diese auch tatsächlich dann nützen und sich auch hier einbringen, um wirklich die Stimme zu erheben und zu zeigen, dass eben gewisse Dinge nicht so klar sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mögen. Und deswegen sind wir, wie gesagt, für jede Unterstützung dankbar, freuen uns, wenn wir gemeinsam da was erreichen können noch. Und ja, für uns ist das, was bisher auf dem Tisch liegt, ein Zwischenergebnis. Der Prozess ist weit fortgeschritten, das stimmt, aber wir sind noch nicht am Schluss und wir sehen hier auf alle Fälle noch Potenzial für Änderungen. Und deswegen möchte ich zum Schluss vielleicht noch sagen, wir sollten dem Ganzen versuchen, nicht zu negativ gegenüberzustehen, weil aus dem Positiven entsteht Energie. Auch wenn das oft schwerfällt, aber nur so kann man letztendlich, glaube ich, dann was Produktives erreichen. Danke. Super. Danke, Kerstin, für deine Worte. Juliana, was sind deiner Meinung nach Handlungsoptionen, um positiv zu bleiben und aus diesen positiven Energien zu gewinnen, um vielleicht noch wünschenswertere Ergebnisse für uns zu bekommen? Ja, danke. Ich glaube, die Kerstin hat da was ganz was Zentrales angesprochen und das ist ja auch der Zugang, den wir als ÖBV ganz stark haben. Ich versuche es auf drei Punkte oder drei Handlungsebenen, die ich und auch wir jetzt sozusagen diskutiert haben. Das eine ist diesen Green Deal und all diese Debatte, die es jetzt auch durch Corona gibt, über regionale Wertschöpfungsketten und so weiter, wirklich als Chance zu nutzen. Und da zu sagen, okay, es gibt einen gewissen Rückenwind für eine Richtung, in die wir wollen. Ich würde überhaupt nicht alles an diesem Farm-to-Fork-Strategie verteidigen, da gibt es auch viele problematische Dinge dran, aber sozusagen die Grundrichtung stimmt. Und da zu sehen, die Agrarpolitik ist da ein Feld davon und da kann man auch ganz viel Druck machen dahin, aber das kann man auch auf ganz vielen anderen Ebenen umsetzen. Und eben diese Beteiligungsprozesse ist das eine, aber ich kann auch zu meiner Gemeinde gehen und sagen, hey, das ist die Grundrichtung, was tut sie damit? Ich kann sozusagen auf Landesebene gehen, ich kann auch innerhalb der Kammer da wirken und vor allem auch immer mit der Frage, wen kann ich für was auch gewinnen und vielleicht auch Dinge drehen. Dann ist etwas, was ihr alle auf euren Höfen einfach ganz konkret gerade tut, ist zu zeigen, ich kann es in der Landwirtschaft, ich kann auch anders wirtschaften. Viele von euch haben erzählt, sozusagen, wie die Nachbarn wirtschaften, aber ihr habt nicht erzählt, wie ihr selber wirtschaftet. Und zwar, dass ihr euch ganz viel darum bemüht, wirklich diese agroökologische Wende jetzt schon auf den Höfen zu leben. Und ich glaube, es ist im Moment vielleicht auch zäh, weil man ganz viel davon einfach auch nicht Zeit kriegt. Aber es ist, also sozusagen, es ist so wahnsinnig wichtig. Und mit diesem Wissen und mit diesem Tun auch ein bisschen nach außen zu gehen, ist etwas, was halt auch zentral zu diesem Wandel von dem Denken darüber beiträgt. Und da zum Beispiel auch ins Aktionistische zu gehen, sie auch mit lokalen Gruppen, also gerade zum Beispiel die Fridays haben ganz viele Gruppen, aber auch viele andere zivilgesellschaftliche Akteure, also das ist ja auch etwas, wofür die ÖBV halt so als Plattform auch steht. Und das, ich komme jetzt so zum Schluss, etwas, was, wo wir halt sehen, wo es auch innerhalb vieler bäuerlicher Gruppen und so eine Unterstützung gibt, nämlich auch innerhalb des Bauernbunds und auch innerhalb der Landwirtschaftskammer zum Teil, also vor allem in Westösterreich ist eben diese Förderung, also eine doppelte Förderung der ersten 20 Hektar und dafür auch Druck zu machen. Und das ist eben möglich und da können wir uns alle und könnt ihr auch alle mit den euch bekannten Kammerräten vielleicht in der Region reden. Wir werden versuchen, da auch nochmal die wesentlichen Gründe zusammenzuschreiben, warum es das braucht, eben damit es mehr Bauern und Bäuerinnen und lebendigere ländliche Räume gibt und das einfach auch eine sozusagen ganz viel Wirkung auf andere Bereiche hätte. Genau, das wären so die in Kurzfassung die drei Handlungsoptionen, die ich gerade sehe in Bezug auf die Agrarpolitik und die ein bisschen noch abseits dessen sind, also sozusagen, es braucht da gesellschaftliche Stimmung, damit da Bereitschaft ist, im Ministerium und in dieser Gesetzgebungsebene was zu ändern.